Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir beginnen diese Sendung gleich mal mit einer Nachricht in eigener Sache. Und zwar einer guten. Vor wenigen Tagen wurde unser Programm ausgezeichnet. Neumarkt TV erhielt den Bayerischen Lokalfernsehpreis. 2020 ist vieles anders und manches neu. Aber meine neueste Kreation habt ihr noch gar nicht gesehen. Und zwar Meyers Lego Fire. Und mit dieser Erfindung schrumpfte uns der Neumarkter Lego-Tüftler Herbert Meyer im August 2020 so, dass wir seinen Jura-Volksfest-Nachbau in Spielzeuggröße erleben konnten. Mit allen Attraktionen. Oh, schau, ich will mal spickern. Okay. Fünf Pfeile, 4 €? Also die Preise sind schon mal nicht 40 mal kleiner. Nee. Einen großen Preis gab es am Dienstag dieser Woche für unser TV-Special Liebling, ich habe das Volksfest geschrumpft von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Jedes Jahr zeichnet diese besondere Produktionen der in Bayern zugelassenen privaten TV- und Radiostationen aus. Neumarkt TV konnte den Bayerischen Lokalfernsehpreis in der Kategorie Beste Sparten und Sondersendung entgegennehmen. Großes Lob auch von der Jury natürlich, die sagt, mit Liebling, ich habe das Volksfest geschrumpft, beweisen Ulrich Badura, Jakob Hein und das Team von Neumarkt TV, dass es sich lohnt, eigene Wege zu gehen, eine technisch extrem aufwendig und liebevoll inszenierte kreative Geschichte. Der Autor des Drehbuchs, Uli Badura, und unser Mann für Spezialeffekte, Jakob Hein, nahmen die Auszeichnung im historischen Rathaussaal in Nürnberg entgegen. Und sie gaben einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Die Planung ist bereits schon, ich glaube, im Februar, März angelaufen. Und dann ging es über Storyboard tatsächlich los. Ja, und dann gab es einen Dreh mit Greenscreen und so weiter. Und später habe ich dann alles am Computer zusammengesetzt und dann noch mit verschiedenen Effekten ergänzt. Tatsächlich kam für unser TV-Special so ziemlich jeder Trick zum Einsatz, der nicht bei 3 auf dem Baum war. Die Lego-Variante des Neumarkter Volksfestzugs wurde zum Beispiel mit Stop-Motion-Technik animiert. Dabei werden die Wagen ein kleines Stück bewegt, dann wird ein Foto gemacht. Dann werden sie wieder ein Stück bewegt, dann wird wieder ein Foto gemacht. Und wenn man das etwa 890 Mal hintereinander tut, entsteht der Eindruck eines fahrenden Zuges. Wie lange hat denn das gedauert, bis der Festzug gefahren ist? Also 890 Mal schon bewegt. Wie soll war's? Soll ich jetzt an dieser Stelle ein Geheimnis verraten? Bitte. Die Szene, wo wir 890 Aufnahmen gemacht haben, die haben wir weggeschmissen. Diese Stop-Motion-Aufnahme haben wir so probiert und ich habe dann gesagt, nee, das schaut zurücklich aus und so. Und dann hat eine liebe Kollegin, die Vanessa, die hat langes Haar und hat sich dann 3, 4 von ihren langen Haaren ausgerissen. Damit haben wir die Lego-Wagen aneinander gebunden und haben es dann einfach vor der Kamera vorbeigezogen. War besser. Die Haare, die auf den Köpfen übrig geblieben sind, haben wir uns dann des Öfteren gerauft. Zum Beispiel, wenn bei den Freiluftaufnahmen kühle Windböen nicht nur die Greenbox zittern ließen. Oh Gott, ist das kalt. Oder wenn laute Bahngeräusche in der Nähe den Ton unbrauchbar machten. Ja, ist jetzt bald vorbei, der Scheißzug. Nach all den Flüchen, Bauchschmerzen und Frostbeulen freut uns der Bayerische Lokalfernsehpreis umso mehr. Vielen Dank an die Jury. Übrigens, nachdem wir so lange Zeit mit Lego gefilmt haben, waren wir fast etwas erstaunt, dass der Preis selbst aus Plexiglas und nicht aus bunten Steinchen ist. Und nun haben wir wieder aktuelle Nachrichten aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Am Dienstag übergab der Landkreis die in Neumarkt neu geschaffenen Räumlichkeiten an das Sonderpädagogische Förderzentrum. Rund 145 Schüler mit besonderem Förderbedarf sollen ab September hier unterrichtet werden. Im Neubau befindet sich auch ein Kindergarten sowie eine Turnhalle. Der Landkreis investierte rund 25 Millionen Euro. Auch das benachbarte Ostendorfer Gymnasium wurde bereits baulich erweitert. Die Schüler beider Einrichtungen sollen in Zukunft gemeinsam Kunst-, Musik- und Sportprojekte durchführen. Mit einem Konfetti-Startschuss ging am Mittwoch die neue Webseite des Neumarkter Jugendbüros online. Die Homepage bietet eine Übersicht über die vielfältigen Aktivitäten für Jugendliche, aber auch andere Generationen.
Kurse, Themengruppen und Kulturevents, welche meist im G6 am Volksfestplatz stattfinden, wurden vor Corona regelmäßig von 45.000 bis 50.000 Gästen pro Jahr besucht. Laut den Seitenentwicklern bietet die Page auch schnell auffindbare Links für die häufigsten Anliegen, zum Beispiel das Suchen von Bandproberäumlichkeiten. Und gleich nach einer kurzen Pause zeigen wir Ihnen einen Ort, an dem man ab sofort beim Filmegucken fast so gut lümmeln kann wie zu Hause. Die Betonung liegt hier auf fast, denn anders als daheim genießt man dort den Komfort nicht alleine. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele-Center Ochsenkühn. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen- und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele Center Ochsenkühn. Wir machen immer etwas mehr als nötig. Juraclean in Neumarkt. Gebäudereinigung, Raumpflege, Hausmeister und Winterdienst. Mehr Infos unter jura-clean.de. Ihr seid unsere Mitglieder, die Mitbestimmer, die an die genossenschaftliche Idee glauben. Wir schaffen das zusammen! Und wir sind die Banken, die euch und euren Wünschen verpflichtet sind. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Sie können es auch leichter haben. Erleben Sie 4DX bei uns im Cineplex Neumarkt. DX, Absolute Cinema Experience. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Willkommen zurück. Leere Bühnen, geschlossene Vorhänge, dunkle Säle. Genau wie andere Kultureinrichtungen waren auch Kinos in den letzten Monaten zu einer Zwangspause verdonnert. Doch seit letztem Donnerstag regt sich wieder etwas auf den Leinwänden in Neumarkt. Und die Filmfans waren schon am ersten Tag dort. Klar kann man sich auch daheim eine Cola einschenken oder Nachos mampfen oder einen großen Becher Popcorn zubereiten. Aber das ist nicht dasselbe wie im Kino. Auch deswegen strömten bereits am Donnerstag vergangener Woche, dem ersten Tag der Wiedereröffnung, Filmfans in Cineplex Neumarkt. Super, wir haben uns ewig drauf gefreut. Ja. Wir wollten eine von den Ersten sein und wieder die Freude genießen. Wir sind eigentlich alle 2-3 Wochen mal ins Kino gegangen und sind eigentlich ganz froh, dass wir bald wieder rauskommen. Durch Corona konnten wir das jetzt die ganze Zeit nicht und das ist mal was anderes, mal wieder was Schönes. Ich fand das Einzige, was doof ist, mit Maskenpflicht, aber da müssen wir jetzt durch. Ein bisschen Freiheit kommt zurück, also man fühlt sich natürlich wieder gut. Mit 3 Filmen aus dem Horrorgenre, Komödien, die für die ganze Familie geeignet sind, und auch etwas Actionkost, wurde bereits in der ersten Woche nach der Zwangspause ein buntes Programm geboten. Auch in den nächsten Monaten stehen hier zahlreiche Premieren an. Allesamt Filme, welche bislang noch nicht daheim auf Online-Streaming-Plattformen geguckt werden konnten. Wir haben nächste Woche zum Beispiel für die Familien auch die Croods 2, auch wieder eine Fortsetzung. Die Woche drauf, Mitte Juli, Fast and Furious 9, auf den sich schon alle freuen. Und Anfang August, gerade in Neumarkt sehr beliebt, der nächste Eberhofer Teil des Kaiserschmarrn-Drama. Die mehrmonatige Zwangspause nutzte man im Cineplex Neumarkt auch für einige Umbauten. Diverse Säle erhielten eine neue Kategorie an Luxussesseln, welche mehr Schulterfreiheit und zurückklappbare Lehnen bieten.
in Kino 5 sogar in einer Reihe mit Fußauflagen. Und wir haben aktuell leider noch eine Baustelle, die noch nicht ganz fertig ist. Das ist eine neue Gastronomietheke, die dann letztlich der einzige Anlaufpunkt für die Gäste wird, wo man dann wirklich alles bekommt. Dass dieser Umbau wegen Materialmangel noch nicht fertiggestellt werden konnte, darüber können die Kinofans am ersten Tag hinwegsehen. Angesichts der Tatsache, dass es endlich wieder großes Kino auf großer Leinwand gibt. Schon ein Unterschied zum Heimkino. Die Atmosphäre, den Sound, einfach den Popcorn-Geruch, wenn man ins Kino geht. Dass wir eine Hose anhaben. Eine richtige Hose. Und natürlich auch die Nachos, die ich vermisst habe. Dabei ist klar, man kann auch daheim Nachos und Popcorn naschen. Doch wenn da bei einer besonders spannenden Szene ein paar Brösel auf den Boden fallen, muss man diese halt auch selber wegmachen. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren wir dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Gerade die Mitglieder von Nachbarschaftshilfen haben sich in dieser Zeit aber nicht etwa verschanzt, sondern auch versucht, während des Lockdowns unter größtmöglicher Sicherheit etwas Gutes zu tun. Mehr dazu jetzt in unserem Blumenstrauß der Woche. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute in Berching und die Frau Wiegleb hat sich bei mir gemeldet. An wen geht denn der Blumenstrauß? Der Blumenstrauß geht an Frau Delacroix. Sie ist in der Nachbarschaftshilfe tätig als Koordinatorin und übernimmt selber auch Fahrten. Also sie ist sehr, sehr aktiv in der Nachbarschaftshilfe. Und ja, ich bin der Meinung, sie hat ihn definitiv verdient. Dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und klingeln gleich mal bei ihr. Gerne. Wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen von uns heute den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Danke, also ich bin total überrascht. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich bin total gerührt und Sie sehen mich selber, so bin ich eigentlich nie. Dass du das verdient hast, also wirklich deine Nachbarschaftshilfe, die Koordination und was du machst, also Hut ab, muss ich sagen. Und ich habe ja 3 Tage die Koordination übernommen und ich finde schon, das kostet viel Zeit. Toll, dass du das machst, auf jeden Fall. Und das sind halt meine Leute, die auch für die Nachbarschaftshilfe hier arbeiten. Die sind total nett, ohne die ging es eigentlich gar nicht. Wir haben 30 Mitglieder und ein Anruf genügt und nach 2-3 Minuten haben wir jemanden, der hilft. Was sind denn dann so Ihre Hauptaufgaben? Also die meisten haben wir die Fahrten zum Arzt. Zum Arzt, zur Apotheke, Einkaufsdienste haben wir ganz viele. Und manchmal holen wir auch jemanden ins Altenheim, der dann umzieht oder so. Ja. Wie lange machen Sie das Ganze schon? Wir sind jetzt seit, ich glaube, 15 Jahre sind wir schon. Ja, genau. Ich habe das als nötig gefunden, weil ich war ja 18 Jahre im Stadtrat und 12 Jahre zweite Bürgermeisterin und habe also gesehen, die Probleme am Ort, dass man schlechte Busverbindung hat und dass die Leute immer älter werden. Und es war immer ein Problem, wie kommt man von A nach B bei uns in Berching. Und da habe ich mich dann irgendwann einmal engagiert dafür. Also einfach zur Tat geschritten. Da würde ich sagen, das hat den Blumenstrauß der Woche definitiv verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bedanke mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total überrascht. Franziska, meine Nachbarschaftshilfe, vielen, vielen Dank. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. So wirklich traue ich mich ja nicht, ein Sommerkleid anzuziehen. An einem Tag ist es sommerlich heiß, am nächsten dann eher frühlingshaft kühl und regnerisch. Welche Jahreszeiten uns jetzt am Wochenende erwarten, erfahren wir jetzt. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Sagen wir mal so, man kann am Wochenende schon ein Sommerkleid anziehen, aber eben nur in Verbindung mit einem Regenmantel. Am Samstag erwarten uns noch überwiegend blauer Himmel und vereinzelt Wolken, bei einer Temperaturspanne zwischen 13 und 22 Grad. Spätestens am Sonntagmorgen wird es dann aber regnerisch, bei Höchstwerten um 21 Grad. Der Nachmittag zeigt sich etwas trockener, aber nach wie vor bewölkt. Am Montag wird es bei Höchsttemperaturen um 26 Grad etwas wärmer. Allerdings müssen wir gerade abends auch mit Schauern rechnen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's mit Endlich Wochenende für heute. Am Mittwoch sind wir dann wie gewohnt im Marktplatz Neumarkt für Sie da. Bis dahin, eine schöne Zeit.